Position gehen, mit einem Inside-Turn fange ich mir ihre Hand vor. Wenn ich jetzt einen Outside-Turn führe, dann kommt sie automatisch ins Hammerlock. Hammerlock beschreibt dieses Verschränken hinterm Rücken. Meine Hand ist dabei auf ihrer Taille und die andere Hand habe ich einfach ein bisschen aufgefächert. Wenn ich quick und die Hand wieder durchbringe, dann steht ein Inside-Turn, dann komme ich wieder raus. Mit dem Outside-Turn gehe ich rein. Und ich kann es mir denselben Weg wieder zurückschicken, den sie gekommen ist. Was tue ich noch, um es zu unterstützen? Kann ich hier ein bisschen an der Hand drehen. Dadurch entsteht auch Rotation. Und sie dreht ein bisschen schneller. Ich will nämlich, dass sie auf dem zweiten Slow schon komplett gedreht ist. Quick, quick, slow, slow. Boom, dann ist sie jetzt hier drin. Der Abstand maximal eine Armeslänge mehr geht einfach nicht. Und zweiter Ausgang. Quick, quick, slow, Unterarm turn. Dadurch verliere ich Doppelhandstatus. Quick, quick, slow, slow, quick, quick, slow, slow. Und was habe ich getanzt? Innerhalb des Hammerlocks wollte mir rotieren. Dafür tue ich so, als ob ich rausgehe. Gehe aber nicht unter ihrem Arm durch, sondern bleibe hier. Wir gehen beide vorwärts. Versuchen den Frame zueinander auszurichten. Wenn ich dann tatsächlich unter dem Arm durchgehe, gehe ich raus. Einmal noch. Quick, quick, slow, slow. Quick, quick, slow, slow. Quick, quick, hemp. Und da man viel Zeit hat, kann man natürlich ein bisschen Spaß machen, wer weiß.